Robert Geis und X27, Porsche ausgebrannt, Risiker für Tochter Davina. Erst kürzlich hat Robert Geis, 58, sich einen neuen Porsche gekauft. Das Fahrzeug ging nun offenbar einfach so in Flammen auf und brannte komplett aus. Davina Geis, 19, die älteste Tochter des Unternehmers und TV-Stars, hatte eigenen Angaben zufolge noch Glück und kam größtenteils mit dem Schrecken davon. Der 58-Jährige veröffentlichte ein Bild des ausgebrannten Fahrzeugs auf Instagram. "Das war mein neuer GT3, jetzt ein Totalschaden", schrieb Geis dazu. "Im Stehen brennt das Auto." Wie etwas derartiges passieren könne, sei ihm ein Rätsel. Er sei gespannt, was wohl Porsche dazu sagen wird. Und Gott sei Dank, sei seiner Tochter nichts passiert. Auch Davina Geis veröffentlichte mehrere Fotos des ausgebrannten Wagens. "Mein größter Albtraum", schrieb sie. Ihr Vater kommentierte dort ebenfalls: "Aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist, dass dir nichts passiert ist, mein Schatz. Du hast super reagiert. Papa ist stolz auf dich." Denn es hätte auch anders ausgehen können. In ihren Stories postete Davina zudem zwei Clips, einer zeigt abermals den kaputten Porsche. Ein anderer die angerückte Feuerwehr. Der Wagen habe aus dem Nichts angefangen zu brennen und sei demnach sogar explodiert. "Sie habe die schlimmste Nacht erlebt", erläuterte die 19-Jährige. "Es war der Schock meines Lebens. Ich lag 5 Stunden im Krankenhaus und musste sogar mit Sauerstoff versorgt werden, da ich eine Rauchvergiftung hatte." Sie versicherte ihren Followern und Eltern aber, dass es ihr weder gut gehe: "Ich danke Gott, dass ich noch am Leben bin. Aber Mama und Papa, mir geht es wieder gut, nur der Schock sitzt noch tief." Anführungszeichen. Verwendete Quelle: Instagram.com